So, ihr habt heute das unwahrscheinliche Glück, mit uns zusammen ein Spiel zu spielen. Wie hieß es noch? The Witness heißt das Spiel. Und das ist ein Spiel voller Rätsel. So stand es in der Beschreibung. Wir haben nur ganz kurz in den Trailer reingeguckt, wissen eigentlich gar nicht, was jetzt gerade auf uns zukommt. Wir starten einfach mal. X. Denk mal da rein. So, ein Genie. Ja, das erste Rätsel ist gelöst. So, bunte Farben. Ein Paradies für jemanden mit einer Pollenallergie. Wie du? Ja, so wie ich. Ja, dann geh mal unten rechts, genau. Dann gehst du nach oben, links. Echt? Ja. Hey, Nagi! Und was hat das jetzt gebracht? Folgt mal diesem leuchtenden gelben Ding. Einem Kabel. Na, guck mal da. Da hast du das nächste Rätsel. Da kannst du durch die Tür durch. Ah, nee, du musst noch mehr Strom anmachen. Also mehr Rätsel. Ah. Okay. Was sind diese Kinderrätsel? Ja, ist ja für den Start relativ einfach mal, um dann ins Spiel reinzukommen, ne? Wer weiß, was das, ne? Was da noch auf uns wartet. Was da für Rätsel kommen. Ne, das ist vielleicht erstmal der Beginner-Modus quasi. So, zum Eingrooven. Mal schauen. Ich bin Kamo. Da ist nix. Da ist noch keine Energie an. Ah, da. Ach, da oben muss ich. Nach oben, genau. Ja, Leute, das Spiel, was wir jetzt gerade spielen, hier The Witness, das ist gerade bei PlayStation, ist das gerade free to play, also gratis runterladen für alle, die PS Plus benutzen. Falls ihr das Spiel interessant findet oder sowas, könnt ihr euch das direkt runterladen und auch zocken. Oder natürlich mit uns zusammen hier rätseln, uns in die Kommentare schreiben, wie ihr es so gefunden habt, ob wir so eher so die Rätselprofis sind oder eher so die anderen. Wir sind die anderen. Die anderen. Dann gehst du erstmal außen rum, ne? Ja. Ja, das Kabel ist überall. Wer die Kabel so verlegt, ne, der gehört geschlagen. Es braucht professionelle. Ja. War die anderen schwerer. Aber man muss schon sagen, das Spiel hat schon so einen gewissen Charme, ne? Also mit den bunten Farben und ja, jetzt wird dir beigebracht, wie du schnell laufen kannst. Erstmal hier so in die Ecke. Ja, klar, so ein bisschen Geheimnissuche ist ja nie verkehrt. Aber ich glaube, du wirst nicht großartig was finden. Ja, es ist The Witness, ne? Noch weißt du es, wissen wir noch nichts. Da kommst du nur wieder, oder? Oh, ja, geh mal da oben rein. Jetzt läuft schon mal im Kreis. Und dann. Achso, jetzt bist du da auf der anderen Seite, aber wo wir eben. Da liegt auch irgendwas. Das sieht so aus wie so ein Handy oder so. Das könnte. Geh mal rechts an die Treppen hoch. Das, also, ich will jetzt wissen, was das ist. Ich will nicht darüber weiter rätseln. Moment. Okay. Ach, da krieg ich auch nicht runter. Nee, ich glaube, das war falsch. Ja, dann nimm ein anderes. Probieren. Wenn wir nicht wissen, was richtig ist, dann müssen wir es probieren, sodass wir wissen, was richtig ist. Auch nicht. Okay, dann können wir aufhören. Dann geh erstmal weg davon. Also, Genies sind wir schon mal nicht. Ja, irgendwo muss die Lösung dafür ja auch stehen. Du guckst dir das Ding aber nicht weiter an. Das Einzige, was ich gesehen habe, ist das Fenster, was hier oben war. Ja, das ist ja nicht hier zu öffnen. Vielleicht ist da irgendwas, was uns einen Hinweis gibt. Ja, ich kann halt nicht wirklich irgendwas machen. Deswegen. Ja, du kannst da, natürlich kannst du da nicht rein, aber. Irgendwo muss das Rätsels Lösung sein, aber gut, dann gehen wir erstmal zu einem anderen Rätsel. Was wir wahrscheinlich noch nicht lösen können. Das Stein. Ja, das sieht nach einem einfachen Rätsel aus. Das kannst du lösen. Da, guck, das sind nur zwei Punkte. Muss ich so rum? Warum leuchtet das jetzt? Keine Ahnung, mach's nochmal. So.
Also muss ich durch die Mitte. Ach, jetzt habe ich verstanden, wie das andere funktioniert. Ja, das, ja. Dumm. Warum dumm? Jetzt wissen wir ja, wie es funktioniert. Nee, warum wir da nicht drauf gekommen sind von Anfang an. Oh, das wird interessant. Du musst es nämlich gleichmäßig verteilen. Ja, ja, du bist schon da richtig. 1, 2, 1, 2. Genau. Seiten. Hä? Okay. Nicht hier. Warte, nee, nee, warte, warte, geh nochmal zurück. Geht nicht. Ja, ja, geh nochmal zurück, geh jetzt mal nach oben, bitte. Jetzt nach oben? Ja, genau. Ja. Jetzt hab ich's. Du musst einfach nur die Schwarzen von den Weißen trennen. Wir sind Idioten. Wir haben gedacht so, gleichmäßig verteilen, dies, das, ne, Strategie, bam, tak, tak. Ja. Du musst die Schwarzen von den Weißen trennen. Wenn ich das so sage, hört sich das übrigens sehr rassistisch an. Aber das war die Idee vom Spiel. Ah, wie gut. Ja. So? Ja. So, mein Plan, siehst du, mein Plan funktioniert. Ihr habt's gesehen. Wir haben's gesehen. Mal gucken, was das jetzt. Wir werden mit einem neuen Rätsel belohnt, oder? Mach mal links da. Ah. Oh. Erstmal aktivieren. Okay. Ein Blatt. Achso, das ist das Rätsel, eine Lösung für ein anderes Rätsel. Okay. Wahrscheinlich. Dann, ja, merken wir uns das? Oder auch nicht? Ja, du hast es dir direkt gemerkt, ich hab's gesehen, so schnell wie du da jetzt hier. Okay, da können wir später baden. Die ganzen Kirschblütenbäume. Und da ist auch ein Rätsel mitten im. Da ist Böses im Busch. Oh. Verstehe den Sinn dahinter nicht. Auch nicht. Wir sind dumm, wir sind dumm, wir sind dumm. Weil? Zeig ich dir jetzt sofort. Moment. Achso, meinst du das ist an dem Baum? Mhm. Dann guck dir den Baum noch von der Seite an. Das ist linke 1, 2, Ast 3, 4, Nummer 2. Also. Ey, ganz ehrlich, ich bin von diesem Rätsel schon beeindruckt. Wow, dieses Spiel. Das hat sich einfach, das überlegt sich einfach nur die Leute zu lassen. So, und hier ist gar kein Apfel dran. Ja, vielleicht geht's gar nicht um den Baum. Stimmt. Ist der dahinter? Jetzt kann es um jeden Baum gehen, so wie ich das Spiel jetzt. Oder geht's um den abgebrochenen Ast da? Baum ab? Guck dir den Baum wieder an. Da. Ach. Das sind sogar zwei Stück. Stellen. Ne, drei Stellen auch. Hier oh, vorne ja, ist auch stimmt, da oben. Das ist doch nirgendwo ein Apfel. Warum, was, du versuchst jetzt nur zu raten. Gezieltes Raten und? Ist auch nicht... Pumps. Ja, trotzdem gezielt geraten. Hast du gesehen? Guck mal hier. Da, wo das abgebrochen ist, da ist kein Ast. Und da ist auch kein Ast. Aber da, wo es da oben abgebrochen ist, da ist ein Ast auf den Dingen. Ah, okay. Ja, okay. Ja, okay. Gut. Alles Mögliche sein. So, hier. Sieht auch sehr schön aus und hier ist der Fluss. Ist echt viel zu tun, habe ich das Gefühl. Kannst dich nicht ertrinken, nein, das kannst du nicht. Aber ich will, ich bin jetzt alleine, hier ist niemand. Oh, das sieht am Bosskampf aus.
Weil in diesem Spiel kämpft man ja bestimmt erst auch. Kämpft, tut man das? Nein, ich glaube nicht. Rätselwettkampf, los geht's. Dün, 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 dün. Okay. Je schneller das Rätsel löst, der darf zuhauen, ne? Ja, richtig. Das ist so ein, ja, so Runde für Runde und dann da haut man sich dann danach gegenseitig. Ist der Weg jetzt zu? Nein. Okay. Warum sollte er zu sein? Ich habe so viel Sekiro gespielt, tut mir leid. Also, so, ich werde jetzt die Empfindlichkeit ein bisschen höher stellen. Angenehm. Aber die Soundkulisse von dem Spiel ist auch, ja, irgendwie sehr schon. Schön. Aber diese Treppen, warte, hier geht's, aber hier. Wo man hier in der Halle ist. Sorry. Ja, das ist ein bisschen extrem, aber. Ja. Für das, was es ist. Okay, hier sind drei zu Türen. Da sind, rechts ist ein Labyrinth. Das hat wahrscheinlich irgendwas auch damit zu tun. Mit den Türen. Okay. Hier lang, dann gehen wir hier lang, dann gehen wir hier lang, so rum und dann sind wir da. So. Achso, jetzt müssen wir den Weg, den wir gegangen sind, glaube ich, machen, ne? Ja. Ja, so könnte das hinkommen. Ja. Ja, okay. So, jetzt wird der. Achso, das ist die erste Tür jetzt, die hier geöffnet ist, damit wir hier wieder können. Aber wir müssen alle Rätsel da lösen. Das heißt, wir müssen uns jetzt hier wieder überlegen. Okay. Komm rein. Dann gehen wir jetzt erstmal nach rechts. Ich glaube, da kannst du so ziemlich alles nehmen. Naja, aber trotzdem. Wir gehen rein. Erstmal nach rechts. Und dann sind wir so gut. Aber das macht jetzt gerade dann irgendwie keinen Sinn. Vielleicht kommen wir da gleich nochmal drauf, wenn wir da oben sind. Oder von oben drauf. Eine Treppe. Ja. Ich komme da ja da hoch. Ja, eine blaue Treppe, das sieht sehr gut aus. Okay. Das hat uns viel gebracht. Guck mal, da links ist noch was zum, hinter dir ist noch was zu lösen. Ja. Da schlägt einer einen mit dem Schwert. Ja, warum sind die zu Stein geworden, ist wohl die eigentliche Frage. Denkst du, wir können das lösen? Tut mir echt leid, dass es so gelaufen ist. Wow, du hast gar kein Gesicht, Mann. Das ist echt nicht cool. Du brauchst ein Gesicht. Und da ist deine Maske. Ah. Oh. Das müssen wir darauf laufen. Quatsch. Vielleicht fangen wir direkt doch da an, wo der runde Kreis ist. Muss ich das vielleicht in einem machen? Nee. Okay. Ah, okay, du hast recht gehabt, du hast recht gehabt. Okay, wie machen wir das dann? Ey! Yo, was geht? Moin! High five! High five, Moment! So, du siehst aber sehr überrascht aus. Ich weiß, man fühlt sich immer so ein bisschen gut, wenn man sich so ein Rätsel gelöst hat, wenn man sagt so, boah, ich bin der Beste, bin voll der Badass, weil ich habe das Rätsel jetzt gelöst. Aber mir fehlt irgendwie so ein bisschen Belohnung dafür, dass so eine Tür aufgeht, ist so ein bisschen so, meh. Ja. Also, mehr Rätsel für gelöste Rätsel, so. Ja, das stimmt. Aber ich glaube, das Spiel baut auch darauf auf, dass man einfach nur am Ende sagen kann, so, boah, ich bin voll das Brain, ich hab ja, das gelöst. Ich hab die Rätsel gelöst. Aber wir sind hier einfach nur dabei, die Rätsel, also wir versuchen die Rätsel zu lösen, aber irgendwie, ich weiß noch nicht, was das hier sieht aus wie abstrakte Kunst für mich. Und es hilft auch nicht, dass das Spiel so ein bisschen in Anführungszeichen Open World ist, weil wenn man eins nicht lösen kann, dann läuft man einfach irgendwo anders hin und kann ein anderes Rätsel dann halt nicht lösen. Ja, schon, aber dafür ist das Spiel halt schon ziemlich hübsch. Ja, das ist echt schön. Ne, ist was fürs Auge, fürs Herz, für Frau, Kind, Kopf. Den Kopf. So, gucken wir mal weiter. Was haben wir hier? Oh mein Gott, wir haben so viel Wasser. Schön. Ja, ist ein Spiel voll mit harten Rätseln. Also wenn ihr Brains seid, nicht so wie wir, dann ist das Spiel auf jeden Fall eine Empfehlung. Wir werden davon auch keinen zweiten Part machen. Das ist und bleibt ein Rätsel. Ja, wenn man mal eine Abwechslung braucht, statt stumpf irgendwo drauf zu hauen oder sowas, dann kann man sich jemand mal seinen
Deswegen. Gehirn ein bisschen Jogging verpassen. Ja, Jogging ist gut. Also mit Jogging hat das schon gar nichts mehr zu tun. Das ist ja schon eher Intelligenztest, Raten. Ja. Ja. Ach. So, dann mal hier. Auch kurz. Was ist das denn da? Was war das hier? Geht das nicht weiter hoch? Nein. Ja, das ist. Ich glaube, das war jetzt einfach ein. Achso, du musst dich so hinstellen, dass das eine Linie bildet, die du da gerade ziehen kannst. So, noch ein Stück, noch ein Stück. Ja, ich glaube ja, so. Ungefähr. Das, das muss auch passieren, während ich während das Wasser. So. Ach, jetzt brennt es da oben im Turm. Oder? War das vorher schon so? Keine Ahnung, ich weiß jetzt nicht, was mit denen. Aber guck, jetzt haben wir neue Möglichkeiten gefunden, um Rätsel zu lösen. Wir müssen ein bisschen mehr gucken. Ich glaube, das Spiel hat doch noch mehr zu bieten, als wir jetzt gedacht haben. Es gibt nicht nur diese Kackrätsel, wo man immer nur dasselbe hat. Was finden wir hier? Vielleicht gehen wir mal zurück zu dem Tower, wo jetzt halt das brennt. Wo du vermutest, dass es brennt. Aber ja, ich habe mir den vorher nicht genau so angeguckt, deswegen. Nur, wir müssen nur noch ein Muster gucken. Das? Ja, das hier sieht aus. Das sieht verdächtig aus irgendwie. Mhm. Ja, das muss man auch. Zur Perspektive. Ach, von dem. Von ja, dem. Genau, damit man den Punkt da rein tun kann. Von der Couch aus. Ja, ein Stück noch. Kannst du die Couch anwählen? Hm. Nein, mit der Couch kann ich nichts machen. Vielleicht muss es perfekt einfach so ein Stück noch nach vorne. So dass es einen kompletten Kreis ergibt da. Ja, ja, das versuche ich ja gerade, aber. Das ist kein perfekter Kreis, aber. Mann, Spiel, wir haben verstanden, was du uns sagen willst. Jetzt lass uns das auch machen. Oh, nee. Also, fürs Protokoll, wir hätten das Rätsel gelöst. Okay. Aber wir müssen jetzt Ausschau halten nach irgendwelchen. Ach, vielleicht haben die auch irgendwelche. Aha. If a man holding a belief which he was taught in childhood or persuaded of afterwards keeps down and pushes away any doubts which arise about it in his mind, purposely avoids the reading of books and the company of men that call into question or discuss it, and regards as impious those questions which cannot easily be asked without disturbing it, the life of that man is one long sin against mankind. But, says one, I am a busy man. I have no time for the long course of study which would be necessary to make me in any degree a competent judge of certain questions, or even able to understand the nature of the arguments. Then he should have no time to believe. Aber das sieht doch. Das William sieht, K. Clifford, 1874. Ich kenn schon das da hinten. Kleine Dinge, was man nicht sehen kann, weil der Baum hier steht. Aber ich dachte, hier, wo ist denn dann das nächste? Das ist nicht so richtig. Ja, wenn du jetzt nach links gehst. Ja. Rätsellösung
Zacker. Rätsellösung 100. Skill Level plus 2. Okay, hat der irgendwo an sich. Nee, ja. Guck sie da rein. Dickes Schwert. Seit wann hat sie ein Schwert? Die haben irgendwie alle Schwerter. Ich weiß nicht, was bei denen abgeht. Keine Ahnung. Die eben sehr gefährlich. Guck mal, die beiden, die sind ja jetzt auch keine Freunde. Ja. Oh, mein Booty. Oh, tut auch schon weh. Ja, vom ganzen von dem Spiel. Ja. So, meine Lieben, ich hoffe, ihr hattet Spaß mit dem Spiel hier The Witness, mit dem Rätselquark. Wenn euch das alles gefallen hat und ihr mehr davon sehen wollt, dann schreibt uns unten in die Kommentare und lasst ein Like da. Ansonsten werden wir das Spiel schneller fallen lassen als eine heiße Kartoffel. Wenn ihr aber mehr davon sehen wollt, quälen wir uns gerne für euch durch. Ja, tun wir. Ich meine, manchmal macht es ja ein bisschen Spaß. Ja, manchmal. genau, also, ja, wir haben uns gefreut, dass ihr dabei gewesen seid und bis zum Ende jetzt geschaut habt. Und ich hoffe, ihr seid das nächste Mal wieder dabei. Bis zum nächsten Mal, wenn es heißt Rising Side. Ich bin Denzi. Ich bin der Camo. Bis dann.